B2 ÖIF-Test. Hören Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung mit 6 Meldungen. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus für richtig und Minus für falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Nur etwa 4,5 Stunden braucht man mit dem Auto von Wien in die tschechische Stadt Pilsen. Bekannt ist die Stadt vor allem durch das Pilsner Bier. 2015 gibt es aber einen weiteren guten Grund, um auf Pilsen aufmerksam zu werden. Die Stadt mit ihrem schönen historischen Zentrum ist 2015 Kulturhauptstadt Europas. Für Besucher wird eine Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen geboten. Auch für Kinder gibt es ein buntes Kulturprogramm. Und gegen das eine oder andere Bier ist daneben ja nichts einzuwenden. In der Nähe von St. Veit an der Glan kam es gestern zu einem schweren Unfall. Ein Lenker hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und stieß dabei mit einem zweiten Auto zusammen. Im entgegenkommenden Fahrzeug wurden 2 Menschen schwer verletzt. Eine Person starb noch an der Unfallstelle. Der Unfalllenker, der ebenfalls schwer verletzt wurde, war nicht alkoholisiert. Grund für den Unfall dürften erhöhte Geschwindigkeit und schlechte Sicht gewesen sein. Aufgepasst, Freunde des großen Abenteuerkinos! Der neue Film mit dem Titel Everest läuft in Kürze in den heimischen Kinos an. Es handelt sich um die Geschichte einer Gruppe von Bergsteigern, die sich einer der größten Herausforderungen der Menschheit stellen, der Besteigung des über 8000 Meter hohen Mount Everest. Der Film von Regisseur Baltasar Kormákur hat die Filmfestspiele von Venedig eröffnet und ist demnächst auch in den Kinos Österreichs zu sehen. Novak Djokovic ist weiterhin nicht zu bremsen. Am Sonntag hat der serbische Tennisspieler in Miami mit 7:6, 4:6 und 6:0 einen weiteren Sieg über den Schotten Andy Murray errungen. Im dritten Satz war Djokovic somit klar der Stärkere. Mit Miami hat Novak Djokovic das dritte wichtige Turnier dieses Jahres gewonnen. Der Sieg war trotzdem hart erkämpft, sagte Djokovic, der über seinen Triumph sichtlich sehr erleichtert war. Zum Wetter. Noch ist es heiß in ganz Österreich mit Temperaturen bis 35 Grad. Im Laufe des Nachmittags entstehen aber Quellwolken an der Alpennordseite. In den frühen Abendstunden ist schließlich im Norden und Westen, also in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Linz, mit schweren Gewittern zu rechnen. Danach sinken die Temperaturen im nordwestlichen Teil des Landes auf etwa 22 Grad. Im Süden und Osten bleibt es weiterhin sehr heiß. Und nun zu unserem wöchentlichen Horoskop für Wassermänner. Im Job läuft für Sie im Moment alles bestens. Sie werden von einer Erfolgswelle getragen. Alles, was Sie beginnen, geht Ihnen leicht von der Hand. Auch gesundheitlich stehen Sie derzeit ganz gut da. Gönnen Sie sich trotzdem ab und zu eine kleine Ruhepause. Leichte Probleme kann es diese Woche im zwischenmenschlichen Bereich geben. Der eine oder andere Streit mit dem Partner kann schon vorkommen. Nehmen Sie es aber nicht zu schwer. Schon am Ende der Woche stehen Ihre Sterne für die Liebe auch wieder besser.
Ende von Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören nun ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus für richtig und Minus für falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Morgen, die Nachhaltigkeitssendung auf Radio Helsinki. Herzlich willkommen hier bei Morgen, der Nachhaltigkeitssendung auf Radio Helsinki. Mein Name ist Rainer Meichen und die heutige Sendung habe ich dem Fahrrad gewidmet. Es geht primär um Fahrradreparaturmöglichkeiten. Heute habe ich zu diesem Zweck zwei Institutionen in Graz aufgesucht. Zuerst werden wir bei Bicycle zu Gast sein, einmal hinterfragen, was steckt hinter Bicycle, und daneben gibt es auch den einen oder anderen Tipp von den dortigen Experten. Nach Bicycle geht es dann ein Stückchen weiter Richtung Süden, wo wir dann die Fahrradküche aufsuchen, aber zuerst zu Bicycle. Viel Spaß bei der kommenden halben Stunde. Hallo Gerd, danke, dass du dir einige Minuten Zeit für mich genommen hast. Ja, der Dank ist auch auf meiner Seite. Danke, dass ich heute dem Radio Helsinki ein Interview geben darf. Für alle, die mit dem Namen Gerd Kronheim nichts anfangen können, Gerd Kronheim ist der Gründer und Geschäftsführer von Bicycle. Habe ich das so richtig gesagt? Ja, einer der Gründer. Wir waren mehrere Leute und seit Anfang an Geschäftsführer des Vereins Bicycle. Ja. Was unterscheidet nun Bicycle von anderen Fahrradgeschäften, Fahrradläden? Na, der wesentliche Unterschied ist sozusagen, dass Bicycle ein sozial-ökonomischer Betrieb ist. Das heißt, der Schwerpunkt liegt im arbeitsmarktpolitischen Bereich. Wir bieten Arbeitsplätze, befristete Arbeitsplätze für vor allem Jugendliche, die schon mindestens ein Jahr arbeitslos sind und somit als langzeitarbeitslos bezeichnet werden. Wie lange gibt es nun schon Bicycle? Bicycle gibt es seit dem Jahr 1989, das heißt jetzt 26 Jahre. Was hat dich damals dazu bewogen, das Projekt Bicycle zu starten, zu beginnen oder euch bewogen? Also bewogen hat uns vor allem Ende der 80er Jahre hat sozusagen in Österreich die Arbeitslosigkeit und eine ständig steigende Arbeitslosigkeit begonnen. Und gerade Jugendliche, die von dieser Arbeitslosigkeit damals schon sehr stark betroffen waren, denen wollten wir ein Angebot schaffen, eine Unterstützung geben, wieder in den Arbeitsmarkt hineinzufinden. Vor allem dann, wenn sie schon länger aus dem Arbeitsmarkt draußen waren. Und dazu haben wir uns einfach Gedanken gemacht, wie das geht. Am besten direkt mit Beschäftigung, mit einer Tätigkeit, die für Jugendliche auch interessant sein kann. Und da war das Fahrrad für uns sozusagen, oder dieser Bereich des Fahrradsektors,
ein aus unserer Einschätzung nach ein interessanter Bereich. Das Fahrrad bietet von einfachen bis schwierigen Tätigkeiten alles und ist auch ein Produkt sozusagen, das junge Menschen anspricht. Wie bist du nun mit dieser Entwicklung von Bicycle in den letzten 26 Jahren zufrieden und hat sich das alles so entwickelt, wie du es dir vorgestellt bzw. ganz krass gesagt geträumt hast? Naja, man muss sagen, alles hat sich nicht so verwirklicht, wie wir das immer wieder geplant oder vorhatten. Es gab auch Auf und Abs. Bicycle war einmal größer, einmal kleiner sozusagen. Wir hatten aber in Summe sehr großes Glück, sage ich einmal, als wir Ende der 90er Jahre in diesem Fahrradbereich gestartet haben, hat sich keiner erwarten können, dass das Fahrrad noch einmal so eine hohe Renaissance erleben wird. Mit den Mountainbikes und Citybikes ist da ein neuer Schwung gekommen und das Fahrrad ist ja heute als Verkehrsmittel, als Sportgerät eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Und mit diesem Aufschwung ist sozusagen auch das Projekt mit dem Fahrradsektor gewachsen. Ja. Wie viele Transitarbeitsplätze werden aktuell angeboten? Wir bieten zurzeit in Kooperation mit dem AMS insgesamt 23 Vollzeit-Transitarbeitsplätze an und haben dann noch ein Kontingent für stundenweise Beschäftigung, also für Personen, die auch eine Halbtags- oder eine Ganztagsbeschäftigung noch nicht schaffen, wo man individuelle Stundenausmaß ausmachen kann. Da haben wir zwischen 5 bis manchmal sogar 10 Leute noch zusätzlich beschäftigt. Noch eine interessante Frage, wie viele Fahrräder werden im Jahr so im Schnitt repariert? Naja, wir sind jetzt knapp unter den 10.000, die wir im Jahr reparieren im Bicycle in den 2 Filialen. Ja, und da hätte ich noch einige technische Fragen zu den Fahrrädern. Also da würde ich euch sozusagen an meine Mitarbeiterin, die Sibylle Hartung, verweisen. Die kennt sich mittlerweile besser bei den Fahrrädern aus als ich. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Texte nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus für richtig und Minus für falsch auf dem Antwortbogen. Nummer 56. Der Regionalzug nach Bruck an der Mur mit Planabfahrt um 15.07 Uhr kann auf dem Streckenabschnitt zwischen Stübing und Beckau nicht geführt werden. Hier liegen Bäume auf den Gleisen. Zwischen Stübing und Beckau wurde deshalb für Sie ein Schienenersatzverkehr mit Bus eingerichtet. Alle weiteren Informationen erhalten Sie bei Ihrem Zugbegleiter. Nummer 57. Radio Happy Life hören und eines der 5 brandneuen Autos gewinnen. Klingt einfach? Ist es auch. Schalten Sie einfach Radio Happy Life auf 99.5 ein und sammeln Sie unsere 9 Gewinnzahlen. Bis 1. Oktober können Sie die gesammelten Gewinnzahlen auf unserer Homepage eingeben. Mit etwas Glück besitzen Sie bald einen Neuwagen. Nummer 58. Liebe Kundinnen und liebe Kunden, es ist Herbst geworden. Bitte beachten Sie unser Sortiment an frischem Obst. Trauben kosten derzeit nur 1,49 Euro pro Kilo. Äpfel erhalten Sie noch bis Ende der Woche zum Sensationspreis von nur 99 Cent pro Kilo. Außerdem ist bald wieder Sturmzeit. Ab Anfang Oktober erhalten Sie in unserem Filial weißen und roten Sturm um nur 2,99 Euro pro Flasche. Da heißt es zugreifen, solange der Vorrat reicht.
Nummer 59. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Salzburg Hauptbahnhof. Anschlussmöglichkeiten sind der Intercity nach München um 16.50 Uhr und der Regionalzug nach Freilassing um 17.03 Uhr. Bitte beachten Sie, dass der Intercity nach München aufgrund von Wartungsarbeiten aktuell nicht von Bahnsteig 7, sondern ausnahmsweise von Bahnsteig 2 fährt. Vergewissern Sie sich auch, dass Sie nichts im Zug vergessen haben. Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterreise. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nummer 60. Komm vorbei im Kunterbund Kindermuseum. Hier findest du tolle Möglichkeiten zum Spielen und Ausprobieren und Antworten auf viele spannende Fragen. Wie funktioniert ein Telefon? Kann meine Katze sprechen? Was passiert mit dem Essen in meinem Bauch? Ein Museum, das Unterhaltung für die ganze Familie bietet. Eintrittsfrei am Eröffnungstag, dem 12. April. Ende des Subtests hören.